willkommen zu Mario Maker. Aber sind wir ja schon? Ja. Ich wollte mal gucken, ob Etienne das rafft, weil er spielt schon fleißig sein eigenes Level, den er gebaut hat. Und er hat es geschafft und ich bin beim ersten Mal fünfmal gescheitert. Okay, beim ersten Mal ungefähr 100 Mal gespielt, aber ich wollte dir nur beweisen, dass es geht. Man kann es schaffen. Und ja, den hast du mit Hannes gebaut, ne? Naja, also ich habe damals Hannes Level gespielt und dann wollte ich eins machen, habe immer an ihn gedacht, aber eigentlich ist es jetzt nicht speziell ein Hannes Level. Es ist eigentlich ein Level, von dem ich behaupte, also ich habe versucht, ein Level zu bauen, das es auch so eventuell in einem Mario-Spiel geben könnte. Jetzt nicht irgendwie total crazy, fancy Trampolin-Level abspasten oder so, sondern schon irgendwie versucht, Miyamoto-mäßiges Gameplay mit geheimen Wegen und Extras und so und anspruchsvoll, aber machbar und so. Keine Ahnung, ist mein allererstes Level. Dein Mikro mehr ran. Ja. So. Ich hab's auch hochgeladen, das heißt, die Leute können es auch zocken. Ja, hast du deinen Code irgendwo noch? Ja, aber kann man den nicht sich irgendwo anzeigen lassen? Also das Level heißt, wir können es ja mal kurz hier zeigen. Wenn ich auf Hochladen gehe. Das ist ja schon hochgeladen. Achso. Geh nochmal zurück. Da steht's ja. Who you gonna call heißt es. Ah, jetzt sieht man das ganze Map da unten. Geh mal weg da. Mach das mal hier zu. Das ist ja volles Geheimding. Wo kann man hochgeladene Level? Kann man nicht irgendwie den Code anzeigen lassen hier irgendwo? Nee, dann nicht bei eigenen Level. Du musst auf Level aller Welt gehen. Ja, machen wir schnell. Achso, eigene Level nicht. Level aus aller Welt war es doch gerade. Nicht eigene. Da, Level aus aller Welt. Level aus aller Welt. Ich habe aber auch ein Foto von meinem Code gemacht. Das klingt komisch. Ja. Level suchen. Aber Who You Gonna Call heißt bestimmt ganz viele, oder? Nee, das ist doch super der kreative Name, da kommt kein Mensch drauf. Das ist ja ein bisschen blöd, finde ich, dass die Level da so angezeigt werden, weil da sieht man ja alle Secrets und so. Ja, sehr klein, aber ne? Ja, aber trotzdem, also weiß ich nicht, finde ich ein bisschen... Ich glaube, ich kann aber nicht nach deinem Level suchen, ich kann nur noch diesen Code suchen. Aber du kannst den Code... Doch, da oben, geh mal auf Suche. Da bin ich ja gerade drauf gegangen. Dann kann man nur den Code eingeben. Ich kann nur den Code eingeben. Ja, warte dann. Komm, dann geben wir mal einmal deinen Code ein. Okay, der Code ist 39. 39. D5. D5, pass auf, jetzt weiß ich selbst. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Genau, 6 Nullen. 6, 1. 6, 1. 0, A. 0, A. 3, C. 3, C. So, das ist Etiennes Code. Achso, jetzt kann man den gar nicht sehen, oder was? Wie dumm. Wie blöd, man hat den Code gar nicht da. Jetzt sieht man wieder das ganze Level, das ist ja doof. Schnell auf Spielen drücken. Ja, die Leute werden sich's ja dann eh angucken, aber das ist ja doof. Ich zeig den Code nochmal hier in die Kamera. Ich hoffe, dass das... Du hast Mario dann Nils genannt? Also, oder ist das Nils Account? Ja, das geht. Schnell Screenshot machen. Ja, irgendjemand hat es aufgeschrieben, glaube ich. Kannst du nochmal im Reddit posten. So, jetzt ist nicht anders. Aber das soll ja dann Hannes später mal zocken. Ja, dann holen wir uns nachher Hannes dazu. Und ich habe eben gerade fleißig eure Level runtergeladen. Also ich habe wirklich im Reddit alle Level oder beziehungsweise versucht, von jedem zumindest ein Level runterzuladen. Und es waren irgendwie 50 Codes, die ich eingegeben habe. 50 Stück? Oh, so viele haben das? Ich habe ungefähr 1000 von diesen blöden Codes eingegeben. Wirklich anderthalb Stunden lang nichts anderes gemacht als Codes eingeben. Also ihr seht, wahrscheinlich eure Level, wenn ihr welche gepostet habt heute im Reddit, könnt ihr auf jeden Fall eins von euren Leveln hier finden. Ich dachte, ich habe von jedem erstmal eins runtergeladen, weil wir kommen eh nicht zu allen Level leider. Damit es nicht fies ist irgendwie, dass die Leute dann von einem jemand zwei Level spielt. So. Wir wollen nicht von jedem eins spielen. So, ich denke, wir fangen mal einfach an, ne? Mit Battletoads. Oh, da hat einer. Das habe ich schon angefangen. Das hab ich schon soll ich das spielen oder was? Ja, das habe ich schon. Dann mach du mal hier den Chat an. Das habe ich nämlich schon einmal gespielt und deswegen. Oh, dann ist das bestimmt super schwer. Oh, da ist mein Level, da ist meins. Guck mal. Ja, jeder findet sein Level wieder. Battletoads Turbo-Tunnel. Runtergeladen. Oh, what? Oh, das ist ja geil. Also. Es ist tierisch schwer. Ich habe es nämlich schon dreimal nicht geschafft und bin dreimal an der gleichen Stelle. Da bin ich gestorben immer. Okay. Das ist eine geile Idee. Das ist ein bisschen wie Super, Sat.1 Superball. Ne? Ja, ist natürlich klug, immer nach unten zu gehen, weil nach oben springen ist einfacher. Ja, guck mal, dahin habe ich es schon mal nicht geschafft. Aber das ist ja echt eine geile Idee.
Es geht direkt weiter. Ja, erinnert wirklich ein bisschen an Battletoads, ne? Oh, gemein. Oh, da muss man sich ja hart konzentrieren. Oh, du Sack, wer immer das auch gebaut hat. Nächste Tür. Und gleich geht's weiter. Oh. Aber das muss man erstmal so machen, dass, das, dass du da rausgespuckt kommst und dann die Plattformen wirklich genau so sind. Da ging schon viel Liebe ins Detail. Aber du schaffst es hier gerade beim ersten Mal. Aber kein Pilz bislang. Gemeinheit, ey. Ich glaube, du hast es geschafft schon. Oh, das war dumm. Oh, das war... Ich bin hängen geblieben. Oh, shit! Ja, das war dumm. Da habe ich, ne? Da hab ich die Plattform zu früh losgeschickt. Ja, von vorne spielen, würde ich sagen, was? Ja, das ist halt doof bei Mario Maker. Kann direkt mal als Kritikpunkt an Nintendo sagen, bitte mal patchen. Dass man keine Rücksetzpunkte machen kann. Was ja sogar in allen Mario-Spielen, glaube ich, oder zumindest in Super Mario World gab es ja immer diese Mittel. Diese kleinen Tore. Ja, genau. Finde ich total doof, dass es das nicht gibt. Also, gerade bei langen... Also, so einfach das einzubauen, nehme ich jetzt mal an, als Nicht-Programmierer. Also, so schwer kann es nicht sein. Aber ich glaube, da hat der Programmierer von dem Level auch gemerkt, dass, also man soll natürlich am Anfang, wenn man da rausgespuckt wird, soll man nichts drücken und ich habe aber gedrückt und dadurch habe ich quasi das Level fast unmöglich gemacht. Ja, okay. So, einmal mache ich noch. Einmal einfach dann ist die Frustgrenze erreicht. Die ist ja generell bei mir. Ich wollte nach unten und springen drücken. Es geht ja in manchen Spielen, dass du dann die Plattform nach unten einmal noch. Ach, das wäre natürlich geil, wenn das gehen würde. Aber sowas kann man, ist einfach zu schwierig, glaube ich, für Mario Maker. Das vor allem, ich glaube auch, dass diese blauen Dinger sind ja Eis, ne? Kann es sein, dass das Eistotenköpfe sind? Weil normalerweise sind die ja nicht blau. Das heißt, man rutscht auch noch ein bisschen drauf. Also auf jeden Fall safe immer auf die untere Plattform zu gehen. Ja, ja, das habe ich eben mal falsch gemacht am Anfang, als ich es ausprobiert habe. Dann bist du, also kannst schneller, kommst du nach oben als umgekehrt. Dann ist es eigentlich relativ gut machbar. Und du brauchst ja eigentlich fast sonst nichts. Uah! Jetzt juckt's mich auf an der Nase. Scheiße. Soll ich? Nee. So schlimm ist es auch wieder nicht. Ja, schön, ey. Krass. Ich hab's, wie gesagt, dreimal versucht und sind immer sofort gestorben. Und ich bin auch echt kein guter Mario-Spieler, muss man sagen. Ja, aber wir haben eben schon an deinem Level gemerkt, dass ich noch ein schlechterer Mario-Spieler bin. Ja, das stimmt. Du bist echt kein guter Mario-Spieler. Der Pfeil ist ja ein Hinweis. Ja, nach rechts musst du. Ach so, du meinst, Da, dass da ein Dingsel kommt. Hier war das, ne? Eben das Problem. Oh. Nein! Oh! Schade. Scheiße. Na, jetzt will ich nicht mehr. Nee, jetzt reicht's. Dann mach mal schade. Aber das ist cool, ne? Ich guck mal eben wieder, wer der Boy heißt, der das gebaut hat. Wie kommt man jetzt? Jetzt hab ich's bei sich selber nicht, wie man das. So, Level beenden. Das ist von Gizmoa. Aber finde ich gut. Das ist auf jeden Fall kreativ. Carsten auch. Carsten auch genannt. Guck mal, aber da sieht man ja. Guck mal, Who You Gotta Call hat einen Kommentar erhalten. Okay. Ja, wurde schon gespielt. So, wie mache ich jetzt? Hier gehen wir wieder raus. Und jetzt. Jetzt kannst du das nächste Level. Legend of Link, glaube ich. Wo denn? Da. Hast du das schon gespielt? Nee, das haben wir noch nicht gespielt. Willst du? Ja. Das ist von Joe. Guck mal hier, schöner Wald. Oh, guck mal, wie baut man das denn? Das habe ich eben schon mal gesehen. Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht sind das diese Specials. Und wie kann man denn überhaupt mit Link? Ach so, mit dem Amiibo oder was? Nee, man kann, es gibt so ein, so Fragezeichenpilze auf jeden Fall. Mhm.
Und dann wird es auch zum. Ich habe auch schon ein Level gesehen, wo man dann zum Go-Kart wurde. Zum Mario. Also das habe ich noch gar nicht gesehen. Es ist fast wie Zelda hier, oder? Das ist auch ganz lustig mit den Pflanzen. Gemein diese. Wenn man auch nicht an diese Pilze rankommt. Die Musik kenne ich auch gar nicht. Stimmt, man kann. Ist auch andere Musik. Okay, da ist ein Pfeil. Der möchte ja bestimmt, dass ich unten. Ja, aber dann geh doch mal links. Willst du nicht mal gucken, ob da links irgendwas ist? Guck mal. Da ist doch eine Belohnung. Da komme ich aber gar nicht ran. Achso, kann ich auch schlagen irgendwie? Moment, guck mal, kannst du die Blöcke schieben? Das sind doch diese Zelda-Schiebeblöcke. Das geht aber nicht. Ich hab. Nee, da rechts die, bei dem P. Kannst du den schieben? Nee. Nein, nee. Aber vielleicht gehe ich mal. Da oben rein, ja. Achso, da brauche ich schon Power-Dings und dann komme ich da, alles klar. Das ist aber jetzt knifflig. Da ist der Fragezeichenpilz. Genau, das war wieder Zelda. Herr Link. Was machst du denn jetzt? Ich gehe nochmal zurück, weil irgendwie. Hier muss doch noch mehr gehen in der Höhle hier. Weil man kann ja nicht switchen zwischen. Ah, ich weiß! Nimm den Bonbon! Perfekt, ja. Ja. Also erst draufhüpfen, dann nehmen. Ja, genau. Okay, jetzt mache ich nochmal. Hier, da kommt er nämlich raus, das ist ein Fragezeichen. Doch Okami oder so, ne? Da wird doch nicht jemand wieder krank. Ich hab Freitag Urlaub, hör auf. Fährst du irgendwo hin? Ja, Malle. Nach Malle? Schön Ballermann-Urlaub, ne? Ja, genau, mit Frau und Kind, schön. Schinkengasse. Ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich im Oktober nochmal nach Mallorca fahre. Und mir da eine Vespa leihe. Aber im Oktober sagt man, kann es. Ist Glückssache, sag ich mal. Oktober kann auch immer schon das stürmische Wetter kommen, weil eben einfach die Sturmzeit irgendwann beginnt oder die Regenzeit. Aber es kann auch sein, dass es super ist. Es verschiebt sich halt immer. Man weiß ja Wetter, ne? Ich will halt mir eine Vespa dann da leihen, weißt du? Nimm mal zwei Münzen da oben weg. Ja. Damit du gleich das als Plattform benutzen kannst. Weiter rechts. Damit das ist doch perfekt, dann kann ich doch so und dann. Das wären ja dann Steine, wie willst du da hochkommen? Ja, von hier dann und dann so direkt hier rein. Du musst da oben dann auf die Münze draufkommen. Das schaffe ich. Wie denn? Achso, du meinst die auch alle wegnehmen hier? Genau. Okay. Jetzt schaffst du es. Ich muss durch warten, bis die dann. Weil in Mario 1 kann man die nicht aufnehmen, die Dinger. Super smart, das ist schon echt ein Adventure-Style. Okay. Du musst die hinten wegbomben, ne? Wo die Tür ist. Jetzt nimm ihn. Man kann die ja nicht nehmen. Ah, yes. Okay, doch so. Du brauchst noch einen. Oder kannst du es nehmen? Nee, ne? In Super Mario Bros. Das ging noch nicht. Okay, noch einen. Weil warum sagt man eigentlich Super Mario Bros? Es müsste doch eigentlich Super Mario Bros. Heißen. Ja, eigentlich schon. Oder? Ja. Aber sagt man nicht. Sagt immer, weil Super Mario klein war Bros. Und dumm. Super Mario, aber die meinst du, die Amis sagen Super Mario? I love Super Mario Bros. Ja. Weiß ich nicht. Oder sagen die auch, I love Super Mario Bros. Weiß ich nicht. Bros. Du musst vielleicht ein Interview Super machen. Super Mario Bros. Oh Gott. Ich bin so dumm. Das will ich aber jetzt wissen. Ja, ich auch. Ah, die ganzen Fail-Dinger hier. Schön. Die ganzen Facepalm-Dinger. Mann. Was kann der jetzt, der Link? Nix. Nichts. Link kann nichts. Brothers. Leicht unfähig, ja. Das bin ich. Guck mal. Da ist auch der Hinweis, ne, übrigens. Wird einem quasi gezeigt. Das ist ganz klug, ne? Dass man dann nochmal gleich gezeigt wird, diese Dinger können. Oh, das Förderband! Okay, da bin ich nicht mal gescheitert. Also jetzt wird's mir aber langsam zu bunt hier. Ach, guck mal.
Ja, geh noch den schwierigeren Weg. Anstatt einfach unten lang zu laufen, wo einfach gar keine Blumen sind. Ja, aber vielleicht ist hier was. Du kannst ja nochmal in den Baumodus gehen und den Level angucken. Ach, geht das? Kann man die? Ja, du kannst die komplett verändern noch. Du kannst die auch einfach nochmal hochladen und so tun, als wären sie deine. Ah, okay. Das ist ja gemein. Kann er da nicht hochklettern? Doch. Ach, guck. Ah, siehst du mal? Ja, toll, jetzt sehe ich nichts mehr. Du musst auf jeden Fall sehr weit springen. Oh. Warte, hier war doch auch was. Neu hochladen geht nicht, okay. Geht doch nicht. Aber ich habe nur gesehen, dass man eben, das stand eben irgendwie was mit hochladen. Aber dann war das wohl Quatsch. Hat schon fast so Metroid-Music. Metroid-Music. Boah, man muss richtig mitdenken, mit den Münzen erst wegmachen und sowas. Ja, guck mal, hier werden schon die Level-Codes gepostet in Reddit. Cool, cool, cool. Erstmal die Münze. Ah. Erstmal die Münze. Dann kannst du durch die Tür gleich. Cool. Und versuch noch das andere. Mäh. Oh, ja, muss man sich wahrscheinlich entscheiden. Na gut, aber egal, jetzt kommen wir zumindest in die Tür. Da, wenn du da mal nicht link wärst, du. Geh mal hoch. Ja, ist doch egal, komm. okay, dann kannst du. Du musst durch die Tür durch. Okay, dann vielleicht ist der Powerblock dann ja wieder da. Da kannst du nicht rein. Ich will aber. Ja, sonst ist hier nichts. Das ist ja ein bisschen komisch. Jetzt haben wir hier, wurden wir hier nur Link, um. Wir haben Link verloren, um hier einmal Link zu bekommen. Das macht ja nicht so. Da gibt's aber Abzug. Vielleicht ist der Powerblock aber wieder da. Das wäre schön. Ja, guck mal, perfekt. Mhm, okay. Aber du hast alle Münzen weggenommen, ne? Hä? Scheiße. Einer ist noch da. Ja, das reicht aber nicht. Versuch nochmal, komm. Ja. Shit. Ja, geht nicht. Schade, wir werden es niemals erfahren. Der Unterschied zwischen roten und grünen Schildkröten ist, dass die grünen immer weiterlaufen und die roten, ja. Die haben eine Gehirnzelle mehr. Die drehen am Abhang um. Ja. Wir werden wahrscheinlich nur 3 Community-Level heute spielen, weil die alle so groß sind. Man will sie auch ein bisschen angucken, ne? Ah, komm, ey. Und da oben kommt jetzt das Ding raus, oder was? Boah. Kann man das so timen, dass die dann rauskommen, oder was? Das ist aber echt ganz schön schwer, ey. Und dann noch wieder so mega schnell zurückrennen, oder was? Oh, nee. Kann ich hier nicht einfach... Nee. Oh, das ist ja frech. Boah. Und dieses Ding da genau vor, ey. Wenn du jetzt stirbst, dann lassen wir das aber. Das klappt... Boah. Boah, das ist aber ganz schön krass getimed. Gerade so geschafft. Hä? Brauche ich eine Bombe oder was? Was mache ich denn jetzt? Gunnar. Das weiß ich nicht.
Kommen da irgendwo Bomben raus wieder? Achso, hä? Irgendwas übersehen? Sind diese Dingern vielleicht... Nee. Tja, ich glaube, es ist eine Sackgasse. Oder ich habe irgendwas... Hm. Weiß der Chat was? Von unten kommen Bomben, sagt er. Aber kommen keine. Von unten sollten, glaube ich, eigentlich Bomben kommen, aber kommen keine. Tja, ich wüsste nicht, wo hier Bomben kommen. Naja. Das ist ein bisschen schade. Das gibt ein bisschen Abzug in der B-Note. Auch wenn ich eigentlich das als ein sehr anspruchsvolles, gutes Level bezeichnen würde. Aber sowas darf dem Level-Designer von heute natürlich nicht passieren. Ich glaube, eigentlich sollen da Bomben rauskommen, die sollen dann nach oben fahren und dann. Ja, aber wie sollen die rauskommen? Da ist ja eine Kanone davor. Vielleicht ist das der Fehler. Man weiß es nicht. Naja. Chat weiß auch nichts. Nee. Sehen die die Plattformen gar nicht? Ja, die Plattformen sehen wir schon, aber die, da können wir ja nicht drüber. Ich kann ja nicht vorbei. Man kann ja nicht nach unten. Was soll ich denn machen mit der Plattform? Ja, das ist Quatsch. Ja, oh. Funktioniert nicht. Nee. Anderes Level? Schade, anderes Level, ja. Okay. Ihr müsst alle Dungeons schaffen, ja. Welches soll ich jetzt spielen? Ach, such dir eins aus. Es sind ja so viele da. Also nicht die von oben. Super Monty. Super Monty World. Alle in Super Mario Bros. Gebaut. Krass. Super Mario Bros. Ach nee, das ist doch... Oh, Sack. Oh. Da kommen. Das ist natürlich. Ich dachte, da kommt nur einer. Aber warum eigentlich? Ach, come on! Wenn ich an der ersten Röhre nicht vorbeikomme. Ja, ich versuch's nochmal. Boom. Wir sitzen da auch die zwei Experten. Ja. So, jetzt mach ich's mal hier. Kein Problem. So, hier überspringe ich aber, zack. Lass sie einfach gegenlaufen. Ja, so weit war ich auch schon. Alter, okay. Cool, so weit war ich noch nie. Ah! Schade, gut, nee. Das ist gemein. Da kann man nicht hin, ne? Nee. Ich mag das, wenn Leute auch so ein paar Münzen im Level verteilen, weil das so irgendwie... Ich meine, es bringt jetzt, wenn man nur so kurz spielt oder so... Bei Mario-Spielen an sich ist es ja schon sinnvoll, auch um Freileben zu kriegen auf lange Sicht. Wenn jetzt immer nur so ein Level spielt, ist es ja eigentlich nicht unbedingt vonnöten, aber es gehört dazu. Es macht ja auch Spaß, so dieses... Deshalb hat man ja früher auch gesagt, Hüpf- und Sammelspiel. Das sind Zielsuchende, die Roten, ne? Ja. Sehe ich wohl, du. Naja, ich sag, ich will ja nur helfen. Die ist aber ein bisschen schlecht im Zielsuchen. Ja, die sind ein bisschen doof. Oh, diese blöden Maulwürfe immer. Warum duckst du dich? Ich wollte ja nicht, dass der rüber springt, aber... Oh, der ist da oben Hammerwerfer, jetzt mal ehrlich. Das ist mies. Zwei! Und noch kein Pilz, ne? Oh Gott, ja, jetzt? Okay, jetzt muss ich da... Wie?
Nee. Nee, 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 nee. Du musst den weg. Nee, wie soll das denn gehen? Na, ist nicht bei Tod, aber sonst. Ja, also kommst du nicht rüber. Das klappt nicht. Boah, krass. Außer man ist der krasseste. Oh, dann ist es aber an einem Hamster gestorben. Der macht ja das krasseste der Welt. Und stirbt an so einem dummen Hamster. Wir müssen in die Werbung gehen und danach gucken wir uns noch ein anderes Level an. Ede.